Frau Mantei, schön, Sie zu sehen. Hübsches Kleid. Lässt Sie jünger wirken. Wir kommen gerade aus dem Gottesdienst. Das war wieder so schön. Die Musik. Die Predigt. Wie verbringen Sie denn den Sonntagmorgen? Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als in die Kirche zu gehen. Das tut uns so gut. Das würde jedem gut tun. Wir haben schon so davon profitiert. Seit du unseren Pastor ermutigt hast, etwas lauter zu sprechen. Du hast ihn aber auch sehr unterstützt. Durch deine theologischen Ratschläge. Das habe ich doch nur für die Gemeinde getan. Damit alle etwas davon haben. Für die Gemeinde setzen wir uns gern ein, nicht wahr? Ja, sehr gern. Wir haben so eine gute Gemeinschaft. Kommen Sie doch auch mal. Hallo, Susanne. Hallo. Hoffentlich erkältet sie sich nicht. Haben Sie auch etwas, für das Sie sich engagieren? Es ist so schön, für andere da zu sein. Katrin macht so viel für die Gemeinde. Frank, das musst du doch jetzt nicht so herausposaunen. Aber wenn es doch so ist. Sie gießt die Blumen, hält alles schön in Ordnung. Sie macht die Kinderstunden, sie besucht die Kranken. Man tut, was man kann. Aber mal so unter uns. Danken tut dir das keiner. Nein, keiner. Die Menschen sind so undankbar. Ja, das sind sie. Ich habe sogar mal eine Auszeichnung der Bürgermeisterin bekommen. Für herausragendes ehrenamtliches Engagement. Und das Ende vom Lied? Die Nachbarn grüßen nicht mehr. Aber darauf kommt es mir auch gar nicht an. Ach. Guten Morgen. Morgen, Markus. So ein armer Kerl. Eigentlich sprechen wir ja nicht darüber. Aber... Der Alkohol. Vermuten wir. Aber... Wenn Sie möchten, besuchen wir Sie auch einmal. Zum Kaffee. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Wir hätten noch so viel zu erzählen. Natürlich. Vielleicht ein anderes Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich verstehe die Menschen nicht. Manche sind so komisch. So komisch.